Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farm-Vlog. Ich sitze gerade auf dem Trecker von der Arbeit, denn ich mache gerade Frühstück und ich wollte noch mal eben was zeigen, was so vielleicht ein bisschen off-topic ist, aber ich spiele gerade wieder die Stämme. Wer es nicht kennt, ich weiß gar nicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Clash of Clans. Sven. Ja, kann man so ein Dorf bauen mit Truppen bauen und hier meinetwegen, wenn du ins Hauptgebäude gehst, kannst du so verschiedene Sachen bauen. Ist übrigens keine Werbung, ich spiele das wirklich einfach so. Ich habe das vor, weiß ich, 10 Jahren oder 15 Jahren angefangen und seitdem mit großen Pausen ab und zu mal. Ich habe jetzt aber gedacht, da ich ein bisschen Community jetzt habe, vielleicht spielt der ein oder andere das auch. Aber nochmal, ob jemand mit auf der Welt 223 spielt, beziehungsweise ob jemand Lust hat, mit dazu zu kommen und einen Stamm mit aufzumachen. Ich habe nämlich noch keinen. Dann könnte man das ja vielleicht mal machen. So, ich bin, ja, was ist das? Nordost so ein bisschen, würde ich sagen. Quatsch, Südost. Hier sind sonst die genauen Koordinaten. X2, 622, Y6, 37. Also, falls einer Lust hat, dazu zu kommen, kann er sich hier gerne mal mit einreihen und mir sonst hier eine Nachricht schreiben. Mein Dorf heißt. Na, wo muss ich hin? Man hätte fast erwarten können. Kuxland Agrar heiße ich. Und das Dorf heißt Kuxland Agrarsdorf. Also sonst gerne einfach mal anschreiben, wenn ihr bei mir in der Nähe seid. Dann kann man gerne mal einen Stamm gründen. Ich habe bis jetzt nämlich noch keinen. Das mal eben kurz dazu. So, schönen guten Tag. Feierabend 1.0. Also offizielle Arbeit ist fertig. Jetzt darf ich zu Hause weiter rumpuddeln. Ich mache die Pferdebox gerade mal eben sauber beim Ausmisten. Und ich wollte mich mal eben bedanken für die ganzen Kommentare wegen dem Kipper. Da haben einige geschrieben, was man machen könnte oder was die für eine Idee haben, den Träger ein bisschen weiter auseinanderzukriegen. Ich greife das Thema nochmal eben kurz auf. Wer das nicht mitgekriegt hat, ich wollte hier die Stempel in unseren Kipper einbauen. Aber hier dieser Träger, ja, ist irgendwie 4 mm zu nah aneinander. Deswegen kriege ich den Stempel leider nicht rein. Ich hatte damals, als ich das schon gesagt habe, einen Spanngurt schon mal gezogen. Der ist jetzt 3, 4 Tage da unter. Ich versuche den immer noch ein bisschen weiter zu ratschen. Mal gucken, ob das was gebracht hat. Einige haben noch gesagt, mit dem Wagenheber. Den Gedanken hatte ich auch schon. Ich komme da aber leider nicht zwischen. Ist zu schmal. Ansonsten eine Holzkeile irgendwie reintreiben. Mal gucken. Aber nachher oder ja, heute Abend kommt jemand. Wenn der da keine Ahnung von hat und das hinkriegt, dann schafft das niemand. Ihr könnt schon mal gespannt sein, wer das ist. Ich frage nochmal, ob ich denjenigen filmen darf. Und dann kriegen wir das hoffentlich hin. Ihr könnt ja schon mal gespannt sein und eure Vermutung in den Kommentaren schreiben. Darf ich nicht filmen? Also ich sag ja, wenn dieser Mann es nicht hinkriegt, dann keiner. Er ist zurück. Wunderbar, jetzt geht das wieder los. So, dann zirkeln wir den dann mal eben schnell rein in der Halle, dass wir da ein bisschen gucken und schrauben können. Und warm. Und dann muss ich erstmal einen neuen Akku holen, nur noch 2%, so eine Scheiße. Dann wird eigentlich dieses Blumenbeet hier in der Mitte gepflanzt. Ist immer im Weg. Noch, bevor ich was zu sagen hatte. So, der Tag danach. Kurze Statement zu unserem Anhänger. Hier steht er jetzt. Allerdings immer noch ohne zweiten Stempel leider. Hat nicht gepasst. Also ich war nicht zu doof, beziehungsweise wir haben es beide zusammen nicht hingekriegt. Christoph, ja, können Sie auch nicht erklären, wieso das ist. Also wir haben jetzt versucht, mit dem Spanngurt den auseinanderzuziehen, gleichzeitig noch mit dem Wagenheber dazwischen auseinandergedrückt. Ja, wir hatten dann noch die Schrauben vom Drehkranz einmal losgemacht, dass er vielleicht doch noch ein bisschen sich biegen kann, aber nichts zu wollen, da fehlen wirklich 4 mm, damit der olle Zylinder in den Wagen da reinpasst. Einzige Möglichkeit, was wir jetzt sehen, ist, dass ich mir jetzt gleich einen Drehmüll kaufen werde, beziehungsweise irgendwie einen Aufsatz für eine Bohrmaschine und die beiden Halterungen links und rechts jeweils 2, 2,5 mm auffräsen werde. Ich kann es sonst mal eben zeigen, ich bin jetzt natürlich gerade drin, aber ich hoffe, das ist noch nicht zu dunkel. Die beiden Seiten einmal auffräsen, weil ja im Grunde macht das ja nichts, weil da die Sicherungsplatten noch vorkommen. Ja, stimmt trotzdem zu dunkel.
Warte, ich mach eben einmal Licht. Kleinen Moment Geduld. So, also diese Schrauben hier, die hatten wir mit Lose, dass er vielleicht in die Richtung noch ein bisschen arbeiten kann, wollte aber nicht. Und jetzt werde ich diese Taschen, da kommt ja nachher der Stempel quasi rein, wo jetzt mein Schatten ist, da hier, werde ich nach links, wo die beiden Löcher sind, hier ein bisschen erweitern, weil hier kommen später diese Sicherungsplatten rauf, die den später dann halten werden. Und dann werde ich auf der Seite nach links 2,5 mm weiter auffräsen und auf der Seite auch 2,5 mm weiter nach links auffräsen und dann sollte er normalerweise reinpassen. Hoffen wir zumindest, dass es hier mal weitergeht. Nein, hier sieht er zumindest ja aus. Kann ich heute Abend auch gleich Schlossschrauben mitbringen. Fahre ich noch zum Hornbach bzw. irgendeinen Baumarkt. Will ja keine Werbung machen. Dass es da vorangeht. So, das war die mehr oder weniger schlechte Nachricht. Eine gute Nachricht habe ich aber auch noch. Und zwar hat mich vorhin das Veterinäramt angerufen. Wegen unserem BVD-Fall da. Wer es nicht mitgekriegt hat, sonst gerne im letzten Blog gucken. Wir hatten ja eine Kuh, wo wir Blutprobe abgeben mussten. Weil ja da BVD-Verdacht bestand, beziehungsweise ein anderer Betrieb, wo die herkommt, BVD hatte. So, allerdings ist die Blutprobe negativ. Also heißt alles gut, Kuh ist gesund. Unser Betrieb ist jetzt wieder freigegeben, wir dürfen jetzt wieder verkaufen und zukaufen. Und ja, hat jetzt keine Auswirkungen, müssen nichts machen, alles okay. Das ist schon mal das Schöne dabei. So, dann bin ich nochmal eben, bevor wir losfahren, schnell einen Wagenmist aufladen. Gestern hatte ich schon einen weggebracht. Ja, Schaufel habe ich gerade dran, mit dem Schläuche ran. Was ich eben noch sagen wollte, der Anhänger ist ja wirklich super und macht echt gute Dienste. Allerdings, das Einzige, was mich nervt und was immer ist, ich weiß nicht, wie viele Lichter ich da schon kaputt gekriegt habe, sind die ollen Lichter hier. Die gehen so schnell kaputt. Wenn man die Klappe entweder aufmacht und zu schnell fallen lässt und nicht dran denkt, dann hauen die gleich in der Lichter rein, oder wenn man so abkippt und die ja einmal zurückpendelt die Klappe, dann sind sie auch gleich hin. Oder wenn die Klappe runter ist und man zurückfährt, dann drücken die auch gleich rein. Also das ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Ja, ich habe schon gedacht, man entweder das Alu-Ding ganz ab und dann entweder ein Gitter rummacht oder irgendwie Eisen vorstehen lässt, dass die Klappe dagegen drückt und nicht ganz gegen die Lampen. Das ist echt immer ärgerlich. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie viele Lichter ich da schon durchgeschossen habe, das ist immer ein bisschen blöde. Deswegen, die meiste Zeit kippe ich dann zur Seite, wenn das irgendwie geht, dann ist das kein Problem. Nur nach hinten ist immer ein bisschen blöde ab und zu. Aber im Moment ist das da am Haufen mit nach hinten kippen am einfachsten. So, und das regnet wieder. Könnt ihr mal eben sagen, wie das Wetter bei euch ist. Also, das war schon relativ gut abgetrocknet, muss ich sagen, für eine halbe Woche oder so. Und jetzt fängt es auf einmal wieder an, mega zu regnen und alles wieder sowas von matschig. Gestern waren es 15 Liter, meine ich zumindest. Also zumindest auf Arbeit hatten wir 15 Liter. Ja. Und jetzt pieselt das immer noch so lustig weiter vor sich hin. Naja. Egal. Nützt ja nichts. Oh, einer geht nicht. So, dann mal los. Schön geblonzer Perlen dabei hören. Was gibt's Besseres? Also ich glaube, man weiß, dass es viel regnet, wenn das Wasser durch deine Halle läuft. Oh Mann. Wir haben es Freitag, 14 Uhr. Und das ist ganz selten, dass ich jetzt schon zu Hause bin. Aber wir haben auf Arbeit jetzt schlecht Wetter heute mal gemacht.
Und das kommt wirklich sehr, 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 sehr selten vor, dass wir das machen. Also es regnet ohne Ende schon wieder. Ich will mal eben in eine Güllekuhle gucken, wie voll die ist. Nicht, dass wir da schon bald mal was rauspumpen müssen. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Da ist nicht mehr ganz viel Platz. Hier wird es wahrscheinlich noch einen Ticken höher stehen. Wahrscheinlich schon ganz unter dem Deckel. Ja, auch nicht ganz. Aber ganz viel Platz ist nicht mehr. Das ist alles nur Regenwasser, was hier reinläuft, aber trotzdem. Zumindest ordentlich Wasser da, um Kartoffeln dann im Sommer zu beregnen, wenn es wahrscheinlich wieder zu trocken ist. Naja. Aber da ich jetzt mal ein bisschen Zeit habe, konnte ich endlich mal unseren Rasenmäherreifen vom Landmaschinenhändler da abholen. Den hatten wir, ja, wann war denn das? Vor ein paar Blocks schon ausgebaut. Da musste ein neuer Schlauch rein, dann kann ich den jetzt endlich mal einbauen. Das passt mir ganz gelegen. Dann kann ich gleich auch noch einmal Heu aufladen. Komm, der wird schon Richtung Halle, sehr schön. Dann brauche ich das heute Abend im Dunkeln alles gar nicht machen. Das passt mir sehr gut. So, mal gucken, sieht man sowas? Lieber hier rauf. So ist besser, wa? So, da ist eine Nut und Feder. Ja, eine Nut und eine Feder. Also die da mal draufkriegen. Oh, kannst du lieber einen Treckerreifen wechseln, das ist einfach. So. So, Scheibe vor, den Pinökel hier vor und dann ist gut. Hin und her packen, dass sie da hinten an die Ballen rankommen. Die brauche ich nämlich gleich. Und so ein bisschen Stroh vor. Gefühlt sind das, die ist ja Goldbarren hier, die Dinger, wenn du sowas davon hast. Also Stroh ist knapp dieses Jahr, das muss man echt sagen. So, ich bin gerade auf Liefertour. Allerdings habe ich heute Morgen beim Losfahren leider nicht geguckt, dass der Reifen aufgepumpt ist. Das hat mir der eben beim Abladen erst gesagt. Scheiße, habe ich nicht drauf geachtet. Den will ich auf jeden Fall eben nachpumpen. Ich hatte erst eben gedacht, fährst weiter zur nächsten Stelle, wo ich die letzten Ballen runterschmeißen muss. Das ist auf einem halben Weg eine Tankstelle, aber da fährst auch noch ein bisschen hin. Und da, bevor da doch wieder irgendwas passiert, ich kenne mich ja, mit Reifen habe ich ja sowieso. Dann fliegt er doch irgendwie mitten auf der Hauptstraße von der Felge und dann stehst du da, vor allem, wo heute der Tag sowieso vollgepackt ist. Habe ich gesagt, nee, bist du mal ordentlich und dann hältst du eben an, nimmst dein Auto und holst eben Schlauch zum Aufpusten, Kompressor, der Träger, ja. Anschluss habe ich da auch, wo halt nur eben den Luftprüfer und einen Schlauch. Ich bin sowieso gut in der Zeit, wie spät ist das überhaupt? Zwischen 10 und 12 soll ich bei der nächsten Stelle sein, jetzt ist das 5 vor 10. Guck mal, ich brauche jetzt 10 Minuten eben hin und her. Das ist die Zeit auf jeden Fall wert, bevor ich da doch irgendwie wieder 3 Stunden stehe und Reifen wechseln muss. Dann lieber so mal eben. Aber ärgerlich, dass der. Immer Luft verliert. Aber naja, dann müssen wir auf jeden Fall noch bei. Moin. Können auch ein bisschen Licht haben, ne?
Heu hast du noch? Ja, kommst du gleich raus. So. Wo ist er denn? Hier eben rein, alles dunkel. Ja. Einmal den. Zack. Ist hier unten was? So, Luftprüfer. So, alles zusammen. Bis gleich. Wird ja wohl reichen von der Länge, oder? Sonst raste ich aus. Muss. So, dann den an. Schlauch ist auf jeden Fall lang genug, das ist schon mal schön. Dann brauchen wir diesen Apparillo hier, einen Adapter. Der kommt dann einmal auf Rot. Wieder waschen hier. Wenn ich eine Hand darauf kriege, wahrscheinlich nicht. Moment. So, mit Schlauch dran geht das besser zu drücken. Oh. 0,4 ist ein bisschen wenig für Straßenfahrt. Also ich denke mal, das ist die richtige Entscheidung gewesen. So. Und für den Reifen ist das ja auch nicht schön, wenn man so wenig Luft auf der Straße hat und dann der 35, 40. Das muss nicht sein. Jetzt hat er schon ein Bar. Da sieht man noch nicht, wie das der weiter hochgekommen ist. Naja, ich pump mal ein bisschen. So, jetzt sind da 1,5 drauf. 2 mache ich da mal rauf. 2,1, 2,2 vielleicht, wenn er eben ein bisschen verliert, dass ich morgen gleich wieder nachpumpen muss. Also normalerweise fahre ich so vorne mit 1,6, denke ich mal. Ja, 1,6 kommt hin, mit Frontlader ein bisschen mehr, 1,8 ungefähr. So, ein bisschen noch und dann weiter. Nächster Tag. Gestern waren wir uns noch Karnevalsumzug. Ich habe aber leider vergessen, die GoPro mitzunehmen, deswegen habe ich nichts gefilmt. Aber so lange war es auch gar nicht. Also die letzten Jahre war der immer deutlich länger. Der ist jetzt immer von Jahr zu Jahr, ich weiß nicht, wegen den Auflagen wahrscheinlich, immer kürzer geworden. Ist eigentlich schade, aber naja. Jetzt will ich nochmal eben dabei, beziehungsweise wir wollen eine Abkalbebox eben bauen, beziehungsweise ein Tor davor machen. Eine Box da, wo die Pferde stehen, haben wir noch frei, was an die Waschplatz werden soll. Da machen wir jetzt aber einmal ein Tor vor, weil unsere Kuh ja bald kalben soll. Ich habe hier jetzt schon 2 Flacheisen zurechtgeschnitten. Da kommen jetzt einmal noch ein Ureisen drauf. Warte, mach das hier mal eben auf den Boden. Und da habe ich dann alles zusammen. Zumindest haben wir das so gedacht. Ich habe mir das Eisen jetzt genommen, weil hier schon Löcher drin sind. Die bohre ich dann noch ein bisschen auf. Dann kommt das hier einmal so hin, das passt genau. Schmeiße ich einmal rundherum, einmal schön. Und dann hol ich meine Stange hier. Schneide ich die noch zurecht und dann kommt das so als Pin da halt oben rauf, dass wir so einen Halter haben. Und ein Tor habe ich zum Glück hier noch liegen, dass da genau reinpasst. Das ist 4,17 Meter, glaube ich, lang. Und 4,2 Meter ist die Box, also passt das genau, wenn man an der Rand da einmal so ein Schloss noch mit dran machen kann. Das passt dann genau, das ist schon mal schön. Da mache ich jetzt 2 Halter von fertig, dass wir die schon mal anbauen können. Dann kann die Kuh da sonst die nächsten Tage schon mal rein, dass sie da in Ruhe kalben kann, ein bisschen unter Aufsicht und auf jeden Fall im Trockenen, nicht dass sie
Jetzt sich doch irgendwie ins Nasse legt, hier vor allem bei dem Wetter, und dann zur Not das Kalb vielleicht auch noch unter den Zaun abhaut oder so, was weißt du alles. Dann kann man die zumindest auch ein bisschen besser überwachen, falls ich da was kriegen sollte mit Milchvieh, was ich eigentlich nicht glaube, ist eine Ferse, und die wird ja nicht so ausgefüttert, dass sie Kalziummangel hat nach der Geburt. Also eigentlich gehe ich davon aus, dass er nichts kompliziert sein sollte, hoffe ich, man weiß das nie, aber deswegen machen wir die Box mal eben da fertig. So, das Tor sitzt schon mal, dann kann der ganze Kram hier noch einmal alles einmal weg, die Schränke kommen hier weg und der ganze Gedöns, der hier vor ist, und dann haben wir hier unsere Abkabelbox nachher. Haben wir eben hier meine Halter angeguckt, haben wir einmal schwarz lackiert noch, mit zwei Schrauben jetzt einfach drin, hat genau gepasst, hier waren nämlich noch Löcher reingebohrt, das war ganz gut. Ich habe das jetzt so gemacht, dass unten ein bisschen länger der übersteht, dass er so den Druck ein bisschen abfängt. Ich meine, ist nicht das Riesengewicht, was hier drauf sitzt, aber trotzdem geht das so eigentlich ganz gut. Ich hatte jetzt hier, hatte ich erst überlegt, ob ich einen Halter hier anbaue an die Pferdebox. Also hier quasi, wo der Unterfass, und dann mit dem Stecken rein. Allerdings wollte ich ungern an die Pferdebox mit dran schmeißen. Wir haben es jetzt einfach mit einem kleinen Spanndrucker gemacht. Sitzt auf jeden Fall auch fest, kann man sich so mit raufstellen. Alles gut. Und dann brauchen wir hier zumindest nichts anschmeißen. Ist ja auch erstmal nur provisorisch. Eigentlich soll hier dann unsere Waschbox mit rein. Aber das haben wir jetzt erstmal so gemacht, dass sie hier mit abkalben können. Genau, das Tor können wir dann noch einmal schwarz mitmachen, dass es auch einigermaßen aussieht. Und dann haben wir das zumindest schon mal eben, eine Tränke hier noch eben rein verlegen. Geht auf fix, hier ist die Wasserleitung von der Pferde, eben T-Stück mit rein und hier mit an der Box ranspaxen und dann ist gut. Dann haben wir das zumindest soweit. Wir gucken jetzt gleich nochmal eben zu den Pferden Kühen hin. Ja, wenn es nicht schon zu dunkel ist, könnte schon knapp werden. Dann kann ich euch vielleicht nochmal eben die Kuh zeigen. Na, ihr beiden. Oh, hier sieht man da wirklich nicht mehr viel da. Da, ich gucke nochmal eben unsere Kuh an die Kalben sollen jetzt. Oh scheiße, Handy ist natürlich aus. Naja, dann muss ich das vielleicht nochmal morgen zeigen. Ich gucke nämlich so natürlich ein bisschen nach dem Euter. Die steht hier auch im Zelt, sieht man gar nichts, ne? Ob sie schon aufäutert und man kann so ein bisschen die Beckenbänder fühlen. Mal gucken, sieht man das hier bei der ein bisschen besser, die im Hellen steht? Ja, hell ist relativ. Na du? Ich zeig das bei Bruni mal eben. An den Beckenbändern kann man auch immer ein bisschen fühlen, wie weit die sind. Denn wenn es so langsam losgeht, dann ja, werden die schon langsam lose, diese Bänder, beziehungsweise weiten sich, um ja, der Hüfte mehr Platz zu geben für die Geburt. Die Beckenbänder sitzen nämlich hier hinten, also natürlich mit am Becken. Hier ist der Knochen und hier, ich sag mal, zwischen Schwanzansatz und Becken ist so ein
zum Band. Und das ist im Moment bei ihr noch richtig, richtig hart. Und wenn es auf die Kalbung zugeht, dann wird das richtig lose, damit die Hüfte ein bisschen weiter auseinander kann, um das Kalb mehr Platz im Geburtskanal zu geben, dass es leichter rauskommt. Das ist auch so ein Indiz, dass es vielleicht bald losgehen könnte. Natürlich ist das immer ein bisschen anders bei jeder Kuh. Manche fängt schon ein bisschen früher an damit, manche ein bisschen weniger. Aber so ein bisschen kann man da auch drauf achten und natürlich auf Eutern. Da gucke ich jetzt mal eben nach. So, sieht man was? Auch nicht viel, ne? Ich wollte euch eigentlich mal eben den Ballenanhänger hier zeigen. Den alten Röpers-Anhänger. Ich mache mal eben Arbeitslicht vom Trecker an. Ja, guck, die Scheinwerfer haben wir auch nicht geschafft in diesem Block. Oh, schon wieder kein Schlüssel hier, ich raste aus. Die Ausrahmenscheinwerfer haben wir auch nicht geschafft einzuschließen in diesem Block. Ich hole mal eben schnell einen Schlüssel, dann haben wir ein bisschen Licht. So, was ich eigentlich zeigen und sagen wollte. Und zwar hier meinen guten Röpers-Anhänger. Habe ich mich jetzt durchgerungen, den zu verkaufen. Ich war immer noch sehr hin und her gerissen, weil der echt eine schöne Größe hat. Den hat er ja mal verlängert. Ja, und da bekommt man echt viele Ballen mit. Ich meine, da gehört, also kriegt man 4 1,30er Ballen hintereinander rauf. Das ist echt gut. Dann kriege ich mit meinem anderen Ballenwagen davor nämlich, waren das 32 oder 34 Ballen mit. Von daher geht er echt gut. Allerdings hatte ich vorhin ein Malheur. Ich bin leider beim Rausziehen an der Kante hängen geblieben und habe hier hinten leider den Rahmen einmal, das sieht man jetzt gar nicht, den Rahmen nicht, aber hier eine Schweißnaht mit aufgerissen. Und deswegen hängt der die Bordwand hinten auch leider jetzt runter. Ich habe die einmal mit Spanngurten jetzt nach vorne gezogen. Das sollte natürlich nicht sein. Ich hatte ihn jetzt auch schon länger auf eBay. Haben sich auch viele gemeldet, die Interesse hatten, aber ja, ich war bis jetzt immer noch nicht hundertprozentig bereit, ihn zu verkaufen. Ich habe den einfach so mal auf eBay gesetzt, um zu gucken, ob da Interesse besteht. Aber jetzt habe ich mich doch durchgerungen, allein jetzt deswegen. Dann werde ich ihn jetzt halt so in dem Zustand verkaufen. Eigentliche Grund ist eigentlich einmal der Drehkranz, weil das kein richtiger, vollwertiger Drehkranz ist, sondern mehr oder weniger so ein Dorn. Ja, und so im Ganzen, wenn ich doch jetzt weitere Wege habe, möchte ich ein bisschen was Besseres haben. Beziehungsweise, wenn wir den anderen Anhänger hier fertig haben, unseren, dann nehme ich den dann natürlich mit für und dann hat man nicht ganz so viel mit auf dem Hof zu stehen. Deswegen soll er eigentlich weichen. Ich habe mich da, ja wie gesagt, noch mit schwer getan, weil ich halt die Ballengitter dafür habe. Die würden dann mitverkauft werden. Weil ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, wie es mit den HD-Ballen weitergeht. Ob man das weiter mit Schleuder macht oder ich hätte ja ganz gerne mal ausprobiert, weil ich stehe nicht mehr so ins Licht, ganz gerne mal ausprobiert mit so einem Autostack. Wir haben hier Arcusion oder irgendwie so, ist glaube ich spanischer Hersteller, der diese HD-Ballen einsammeln kann und zu, ich glaube 12er Pack sind das, einmal presst und verschnürt, die man dann so mit einem Frontlader weggreifen kann. Dann ist natürlich das Stapeln wesentlich einfacher und schneller. Allerdings, selber anschaffen lohnt sich im Moment überhaupt noch nicht. Ich meine, die kosten 50.000 aufwärts, die Dinger. Und so viel Ballen machen wir da auch nicht, dass man die auslasten kann. Wie einem das gefällt, dann mit dem Stapeln und so, muss man natürlich auch erstmal testen. Und ob das mit meiner HD-Ballenpresse überhaupt hinpasst, mit den ganzen Maßen und so. Deswegen, ja. Vielleicht hat ja einer hier im Umkreis so eine oder so und wird die eventuell, wenn das mal passt, wenn wir in der Heuente sind, mal vorführen bzw. in Lohn was sammeln. Also, wer hier Richtung 27619 Postleitzahl irgendwie so eine Maschine hat und auf Lohn fahren würde, der kann sich gerne mal melden, das würde mich mal interessieren und würde ich gerne mal ausprobieren. Jedenfalls bin ich da noch nicht ganz happy mit, wie das mit den HD-Bahn läuft, oder doch auf Gittern oder ob man die wieder richtig aufpackt, kriegst du natürlich mehr mit. Oder ob ich mir noch andere Wagen kaufe mit Gittern und nur den weg oder Gitter behalten, ach, ist alles irgendwie noch ein bisschen schwer. Allerdings wollen wir uns ja immer stetig verbessern und deswegen muss der Wagen leider weichen, wenn sich ein passender Käufer findet, der auch einigermaßen noch was bezahlen will. Klar, ist jetzt nicht mehr Neuzustand, auf keinen Fall. Das ist mir klar, aber bevor da gar nichts bei rumkommt, dann behalte ich ihn lieber. Für mal eben, wenn man nochmal was fahren muss. Dafür ist er immer noch gut genug, vor allem weil er halt schön lang ist, ne? Das wollte ich nur mal eben gesagt haben. Was wollte ich denn sonst eigentlich sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, das soll es dann auch schon bald gewesen sein für diesen Vlog. Ist nämlich schon dunkel, Sonntagabend, dann kann ich jetzt zumindest noch mal eben schneiden. Mit ganz viel Glück könnt ihr das am Sonntag noch sehen. Dann gehen wir im nächsten Vlog aber auf jeden Fall bei und bauen die Scheinwerfer an. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Vlog. Ciao.